Es war der Chef von Blue Corp, Red White, der Miss Faye das Leben nahm. Ich stattete ihm einen Besuch ab, um ihn direkt zu konfrontieren. Aber statt ihm wurde plötzlich ich verhaftet. Als der Mörder meiner eigenen Chefin. Ist die Welt, wie du sie siehst, soll das denn wirklich alles sein? Ist denn die Antwort so klar wie ein Ja oder Nein? Von dem Weg, der vor dir liegt, ist noch kein Ende abzusehen. Doch du weißt, es ist Zeit, endlich loszugehen. Glaub nicht alles, was sie sagen, hinterfrage jedes Wort und präsentier deine Beweise dem Gericht. Egal wie schwer der Fall auch ist, egal ob schuldig oder nicht, es ist erst dann vorbei, wenn man das Urteil spricht. Erheb den Einspruch gegen die Wahrheit, wenn du begreifst, dass irgendwas an ihr nicht echt erscheint. Erheb den Einspruch für die Gerechtigkeit, such nach der Antwort und dann nutze die Gelegenheit. Brich sie aus, lass sie frei, brich die Zweifel entzwei, deck die Widersprüche auf und dann leg ihn ein deinen Einspruch! Einspruch! Leg ihn ein deinen Einspruch! Was? Und sie bekommen nicht mal einen Anwalt? Dieser White hat wohl mal wieder seinen Einfluss genutzt. Okay, die Verhandlung beginnt gleich. Keine Sorge, ich werde das schon schaffen. Hä? Heute schließe ich diesen Fall ab. Mhm. Nun, nachdem gestern die Verhandlung aufgeschoben wurde, hat sich die Lage durch neue Untersuchungen der Staatsanwaltschaft massiv geändert. Hab ich recht? Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich Maya Fey für den Mord an ihrer Schwester Mia angeklagt. Jedoch fanden sich gestern neue Beweise, die den Verdacht auf jemand anderen lenken. Sein Name lautet Phoenix Wright. Es handelt sich um diesen Anwalt hier. Es ist wirklich eine überraschende Wendung, dass jetzt plötzlich dieser Anwalt der wahre Täter sein soll. Es ist zwar höchst ungewöhnlich, doch am heutigen Tag wird es meine Aufgabe sein, das Verbrechen des Rechtsanwalts Phoenix Wright zu beweisen. Aber dann frage ich mich, wer wird die Verteidigung von Mr. Wright in dieser Verhandlung übernehmen, wenn er der Angeklagte ist? Ganz einfach. Ich werde mich heute selbst verteidigen. Wie war das? Der Angeklagte Phoenix Wright ist bereit, euer Ehren. Endlich ist es soweit. Also, Mr. Edgeworth, beginnen Sie. Sehr gern, euer Ehren. Ich rufe hier mit den Augenzeugen des Verbrechens von Phoenix Wright in den Zeugenstand. Meine Freunde nennen mich Nino, Blanco Nino. Aber für Sie bin ich Red White, der Präsident von Blue Corp. Eine Frage, Mr. White. Waren Sie jemals in der Anwaltskanzlei Fay und Partner? Never! Ich habe Sie lediglich von außerhalb gesehen. Das heißt, Sie waren in der Tatnacht im Hotel Gatewater und sahen Sie von dort aus. War es nicht so? Yes! Und Sie sahen auch das Verbrechen. Aha, absolutely. Ein Moment bitte. Was ist los, Mr. Criminal? Zu dieser Zeit sollte in dem Zimmer auch die Zeugin der gestrigen Verhandlung, April May, gewesen sein. Ah, Sie meinen Miss Wiretap. In ihrer Aussage wurde mit keinem Wort erwähnt, dass ich in der Kanzlei war. Na, weil sie eine Miss Lie to you ist. Ist das nicht der Grund, warum ich hier bin, Mr. Murderer? Sie dürfen mit Ihrer Aussage fortfahren. Okay. Sind Sie bereit, Mr. Spikehead Lawyer? Jetzt wird's persönlich, du lila Launebär. Genau, zeigen Sie sie, Mr. Stachelkopfanwalt. Es ist, als wäre es vorgestern gewesen. Es war gegen 9 Uhr abends.
Ich habe am Fenster gesessen und wichtige Dokumente studiert. Und plötzlich hörte ich von draußen einen Noise. Chick-Crack! What? What's that? Durch den Fenster sah ich, wie Mr. Spycat mit dieser Lady kämpfte. Was war denn das für ein Geräusch? Kapam! Und das ist auch schon die End. Holy shit! Diese spikige Haircut würde ich überall wiedererkennen. Daran stimmt ja gar nichts. Er ist... Diese Aussage klingt tatsächlich äußerst einleuchtend. Eine Zeugenaussage wie aus einem Drehbuch. Von einem Film mit mehr als Bösewicht. Beginnen Sie mit dem Kreuzverhör, Mr. Wright. Ja. Sind Sie sich mit der Tatzeit wirklich sicher? Ich bin mir absolutely sicher, Mr. Lawyer. Um 21 Uhr hörte ich einen Gegenstand kaputt gehen und dann schaute ich aus dem Fenster. Ein Gegenstand? Was für ein Gegenstand? Wie war das Wort? Ja, es war eine Stehlampe. You understand? Tatsächlich, da ist eine Stehlampe umgefallen. Mit anderen Worten ist diese Aussage faktisch korrekt. Hä? Eine Sache aus seiner Aussage verstehe ich nicht. Wenn er erst nach dem Geräusch zum Fenster schaute, woher sollte er denn wissen, was es war, was da kaputt gegangen ist? Es wäre doch schon längst zerbrochen gewesen. Aber wie konnte er dann wissen, dass es eine Stehlampe war? Er sagte doch, er war vorher nie am Tatort. Ah! Don't you look at me like that! Ich hatte an diesem Abend schon öfter durch den Fenster geschaut. Before the murder, of course! Geben Sie es doch bitte endlich auf, Mr. Wright. Einspruch! What? No way! Ihre Aussage enthält aber einen Widerspruch. What are you saying? Schauen Sie mal hier. Laut des Übersichtsplans war von dem Fenster aus nur ein Teil des Büros sichtbar. Dieser hier. Sehen Sie? Vom Hotelfenster aus hätte der Zeuge diese Ecke des Raumes gar nicht einsehen können. Wenn jemand die Stehlampe hätte sehen können, dann nur von dort aus. Aus dem Büro der Anwaltskanzlei Fay und Partner. Dieser Umstand legt nur den Schluss nahe, dass sie nicht bloß am Fenster gesessen haben. Sie waren in der Kanzlei, als die Tat geschah. Was? Denn sie waren derjenige, der Miss Fay in dieser Nacht ermordete. Als sie das Opfer mit der Tatwaffe erschlugen, haben sie die Stehlampe fallen sehen, nicht wahr? Erst haben sie meine Chefin getötet und jetzt wollen sie es mir anhängen. Doch das lasse ich nicht zu! Möchten Sie etwas dazu sagen, Mr. White? You worthless piece of... Moment mal! Zu schade, Mr. White. Allem Anschein nach müssen Sie Ihre Schuld nun doch eingestehen. Ja, you serious? Genau, gestehen Sie, dass Sie, Das meine ich nicht. Ich meine nicht dieses Verbrechen, sondern dieses. Das ist doch die Wanze, die bei Miss May gefunden wurde. Worauf wollen Sie hinaus, Mr. Edgeworth? Einspruch! Miss April May hat gestern bereits gestanden, dass sie die Kanzlei Fay und Partner abgehört hat. Es geht nicht darum, wer abgehört hat, sondern darum, wann und von wem die Wanze installiert worden ist. Um sie zu platzieren, musste jemand zwangsläufig in die Kanzlei. Und da sollte er sie gesehen haben. Die besagte Stehlampe. Man wird sich sicher an sie erinnern können. Und sei es unterbewusst, wenn man einen Gegenstand aus Glas zerbersten hört. Yes, Mr. Lawyer, so war es. Ich war ein Bad Boy, ein böser Junge. Well, ich wollte der Kleinen die ganze Schuld anhängen. Wovon reden Sie da? Yes, ich war die Criminal, die der Gerät dort installiert hat. Meine eigene Show von Big Brother. Secretly, of course. Was war das?
Ah, remember, remember. Ich erinnere mich. Als ich dort war, habe ich sie gesehen. Diese beautiful Chateau-Lampe. Es ist also alles genau so abgelaufen, wie ich es vorhergesagt hatte. Und in diesem Augenblick zerfällt ihre Argumentation in tausend Stücke, Mr. Wright. Ruhe! Ruhe im Gerichtssaal! Das heißt also, Sie wussten, dass der zerbrochene Gegenstand eine Stehlampe war? Weil Sie vorher in die Kanzlei einbrachen und sie dort sahen? Habe ich Sie recht verstanden? Yes, you did! Genau so ist es gewesen, Your Honor! Dieses unerlaubte Eindringen in die Kanzlei wird zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt. Verstanden! Was den jetzigen Fall angeht, spricht es jedoch für die Unschuld des Zeugen. Momentchen mal! Ja, Herr Verteidiger? Meine Befragung ist damit noch nicht beendet. Mist, der darf sich da nicht rauswinden. Mr. Anwalt! Sagen Sie mir, wann haben Sie die Wanze installiert? Ist nicht so lange her. Ich glaube, es war gegen Ende März, about 2 weeks ago. Können Sie das auch beweisen? Miss April May kannte die Details der Telefonate des Opfers, nicht wahr? Das ist der Beweis. Nun, das macht Sinn. Und Sie waren es wirklich, der das Abhörgerät dort platziert hat? Of course! Fragen Sie doch einfach Miss May! Man fand unidentifizierte Fingerabdrücke in der Kanzlei. Könnten das Ihre gewesen sein, Mr. White? Hast du dort etwa Fingerabdrücke versteckt, Edgeworth? Dann erklären Sie mir, warum haben Sie an Miss Fays Telefon eine Wanze angebracht? Einspruch. Das ist für diesen Fall völlig unerheblich. Außerdem ist Bluecourt seinen Auftraggebern gegenüber zum Schweigen verpflichtet. So komme ich hier nicht weiter. Mr. Anwalt! Scheint, als wär's das gewesen. Dennoch, für einen Amateur haben sie sich wacker geschlagen. Habe ich verloren? Es scheint, als wären wir am Ende angelangt. The end! It was a pleasure, Mr. Lawyer! Die Verteidigung hat keine weiteren... Phoenix? Phoenix? Miss Fay? Shh. Mayas inniger Wunsch, dich zu retten, hat anscheinend ihre Kräfte entfesselt. Das ist unmöglich. Hat Maya sie etwa... Ja, Phoenix, das hat sie. Sie hat es ganz alleine geschafft. Hör mir zu, Phoenix. Maya hat nicht aufgegeben. Aus diesem Grund bin ich jetzt hier. Und du darfst auch nicht aufgeben. Aber... Hör zu, du hast bereits gewonnen. Hä? Unter den Beweisen ist eine Quittung, oder? Die Quittung, auf die sie Maya geschrieben haben? Nicht ich, du Dummkopf. Es ist doch klar, dass White das geschrieben hat. Schau dir diese Quittung aber bitte noch einmal genauer an. Meint sie damit etwa... Natürlich! Oh. Da hast du es, Phoenix. Nun denn, das Gericht beendet nun die Verhandlung. Kommen wir zum Urteil. Moment mal! Euer Ehren, schauen Sie sich bitte noch das hier an. Ha, what is it this time? Das hat nun auch keinen Sinn mehr, Mr. Wright. Das ist die Rückseite. Bitte was? Entscheidend ist in diesem Fall aber die Vorderseite. Eine Rechnung, hä? Huh? So what, man? Eine Stehlampe aus Glas. Nämlich die, welche in der Mordnacht umfiel. Euer Ehren, wann wurde sie gekauft? Am 2. April. Am 2. April, also gerade mal einen Tag vor dem Mord. Einen Tag vor dem Mord? Oh! Das heißt, an dem Tag, an dem sie in der Anwaltskanzlei Fay und Partner das Abhörgerät platziert haben wollen, stand diese Stehlampe dort noch gar nicht.
Oh, dammit! Lügen Sie doch weiter so viel Sie wollen. Am Ende bringe ich die Wahrheit trotzdem ans Licht. What? Euer Ehren, möchten Sie mich jetzt immer noch für dieses Verbrechen schuldig sprechen? Never! Glauben Sie mir und nicht diesem Criminal! Es war Mr. Spikyhead! Moment mal! Euer Ehren, ich fordere hiermit, die Verhandlung um einen weiteren Tag zu verlängern. Oh! Anscheinend wurden ein paar neue Untersuchungen erforderlich. Lass ihn nicht davonkommen. Du musst es jetzt zu Ende bringen. Verstanden. Aber wie stelle ich das nur an? Einverstanden. Die Verhandlung wird um den morgigen Tag verlängert. Aber... Ha, was eine Tragedy. Ich verweigere ab jetzt jedwede Aussage. Das war's dann. Goodbye forever. Nicht so schnell. What? What's that? Was sie wohl auf diesen Zettel geschrieben hat. No way! Woher haben Sie diese Liste? Das ist eine Liste jener Politiker, Unternehmer und Prominente, die Sie erpresst haben. Wie kann das sein? Darum hatte ich mich doch gekümmert. Wenn die Medien davon Wind bekommen, frage ich mich, was von Ihnen noch übrig bleibt. Diese Namen stehen alle in meinem Kopf. Möchten Sie vielleicht, dass ich sie aufzähle? Stopp! Bitte alles, nur nicht das. Oh. Heißt das etwa... Ich gestehe es. Ich glaube, diese Liste ist bei mir besser aufgehoben, ha? Huh? Ich habe Miss Mia ermordet. Phoenix. Euer Ehren, keine weiteren Fragen. Dann verkünde ich nun das Urteil im Verfahren gegen die Angeklagten Maya Fey und Phoenix Wright. Nicht schuldig. Das war eine hervorragende Leistung, Mr. Wright. Ach, ich bin genauso überrascht wie Sie. Und ich hatte Hilfe. Übrigens, ich hätte da noch eine Frage an die Angeklagte Maya Fey. Huh? Kommt es mir nur so vor, oder kann es sein, dass Sie plötzlich viel reifer wirken? Das bilden Sie sich ein, Euer Ehren. Oh, glauben Sie wirklich? Es ist wohl bald soweit. Mayas Kräfte sind noch sehr unausgebildet. Deshalb bleibt mir kaum Zeit. Aber es gibt noch so viel, das ich Ihnen sagen möchte. Phoenix, komm bitte heute Abend um 9 Uhr ins Büro, ja? Hä? Du hast da drin tapfer für Maya gekämpft. Vielen Dank dafür. Miss Fey. Mr. Anwalt, was ist... Alles bestens, wir haben gewonnen. Wirklich? Das ist toll. Vielen Dank, Maya. Du bist also gekommen? Miss Fey? Ich war schon in Sorge, dass du mich sitzen lassen würdest. Das würde ich niemals tun, Miss Fey. Nun, wir sollten etwas essen.
Und ich will Burger, ganz viele. Maya? Reingefallen. Was machst du denn hier? Es war so, bevor Schwester Herz verschwand, habe ich eine Stimme gehört. Sie sagte, dass ich um 9 Uhr hier sein soll. So ist das also. Ach, da wäre noch was. Noch was? Sie sagte auch, dass ich mich um etwas kümmern soll. Und um was sollst du dich denn genau kümmern? Um das Büro natürlich, du Märchen. Jemand muss dir hier drin doch helfen. Mir helfen? Anwaltskanzler Wright und Partner. Hä? Ha, das klingt super, Nick. Oh, also ich darf doch Nick zu dir sagen, oder? Auf eine gute Zusammenarbeit. Nicht wahr, Nick? Oh, das kann ja was werden. Komm schon, Flosse her! Herzlichen Glückwunsch, Phoenix Wright. Hä? Bilde ich mir das vielleicht ein? Also, wir müssen jetzt endlich los, Nick. Aber wohin denn eigentlich? Ist doch klar, ich will meine Burger. Und ich will Nudeln. Hey, lass das. Am besten Nudeln und Burger gleichzeitig. Und es geht alles auf dich. Wie? Was soll das denn jetzt heißen? Du hast doch gerade einen Freispruch. Ich werde immer über euch wachen. Aber ich habe noch nicht mal dran verdient. Hey Junge, hey, hey, hey Junge, ha, hey Junge, hey, hey, hey Junge, ah, hey Junge, hey, hey, hey Junge, stehen bleiben, Polizei! Red Bud, jag das mit dem BMW, BMW, Red Bud, jag das mit dem BMW, BMW, Red Bud, jag das mit dem BMW, BMW, oh, Red Bud, wie ist mein Name, wie ist mein Name, Red Bud, wie ist mein Name, wie ist mein Name, Red White, wie ist mein Name, wie ist mein Name, Red White, wie ist mein Name, what's your name? Politik, Polizei und sogar die Justiz. Jeden kann er nach seiner Pfeife tanzen lassen. Er hat gegen jeden etwas in der Hand, der ihm gefährlich werden könnte. Ich war ein Bad Boy, ein böser Junge. Rufen Sie bitte die Police! Kapam! Chikrak! Und das ist auch schon the end. Einspruch! Der nächste Fall beginnt. Der Stil-Samurai, von den Kindern geliebt, von Maya bewundert. Ein Kämpfer für die Gerechtigkeit, doch diesmal steht er unter Mordverdacht. Haben Held und Bösewicht diesmal die Rollen getauscht? Der Schauspieler des Stil-Samurai beteuert seine Unschuld und es liegt an Maya und mir, sie zu beweisen. Finden wir die Widersprüche, greifen wir nach der Wahrheit. Nächstes Mal, Wandel des Samurai, erste Verhandlung. Nimm das! Was wirklich geschah, auch bekannt als Outtakes. Übrigens, ich hätte da noch eine Frage an die Angeklagte Maya Fey. Sagen Sie, kommt es mir nur so vor oder kann es sein, dass Ihre Hupen gewachsen sind? Übersichtsplan! Das heißt, Sie waren in der Tatnacht im Hotel Gatewater. Ah, remember. Ich erinnere mich. Als ich dort war, habe ich sie gesehen. Diese beautifulle Schlampe. Halt doch endlich die Klappe! Sagen Sie, wissen Sie eigentlich, dass ich Ihnen von hier oben sehr gut ins Dekolleté schauen kann? Sie könnten aber auch ein Dirndl ausfüllen. Aber es gibt noch so viel, das ich Ihnen sagen möchte. Ich liebe Sie. Es ist wirklich eine überraschende Wendung, dass jetzt plötzlich dieser tolle Anwalt der Täter sein soll. Was? Du hast da drin tapfer für Maya gekämpft. Vielen Dank dafür. Miss Fay. 12 Sekunden später. Du bist also gekommen? Dieses unerlaubte Eindringen in die Angeklagte Maya Fay wird zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt. Ach so, jetzt sehe ich das auch. Dennoch, für einen Amateur haben Sie sich wacker geschlagen.